weiterhin ein starkes Thema bei Almes ist das Thema Ultraschall im Wärmezählerbereich. Also wir haben gesehen, dass es heutzutage immer noch sehr, sehr viele Ausschreibungen in Richtung Flügelradzähler gibt, wobei das nicht mehr der Stand der Technik ist. Wir reden heute über geregelte Pumpensysteme, wir reden über energetische Sanierungen, die passiert sind. Das heißt, die Wärme, die benutzt wird, die hat immer geringere Durchflüsse, immer geringere Delta-T, also die Temperaturunterschiede werden immer geringer. Da brauchen wir einfach Messtechnik, die auf dem Stand der Technik ist. Und wir haben hier am Stand einmal nochmal gezeigt, unser Messkapselsystem, was wirklich rückwärtskompatibel ist. Das heißt, Sie können die Flügelrad-Messkapsel ausschrauben und können sie durch Ultraschall ersetzen. Das ist weiterhin einzigartig und kommt auch sehr gut an. Und weiterhin im letzten Jahr eingeführt der Ultralight als Verschraubungswärmezähler, der eben auch die Vorteile der geringen Verschleiß Möglichkeit bietet, das heißt im Vergleich zum Flügelradzähler eigentlich keine beweglichen Teile, lässt sich auch in schwierigen Bedingungen einsetzen, hat eine sehr hohe Messdynamik, das heißt das, was ich eben erwähnt habe, diese geringeren Durchflüsse, diese geringeren Temperaturunterschiede, die erfasst er einfach in einer sehr hochwertigen Messgüte. Unserer Meinung muss der Installateur, wenn er seinem Endkunden ein Gerät verkauft, was entsprechend auch fair abrechnen und genau abrechnen soll über die ganze Laufzeit, über die ganze Eichlaufzeit, dann gibt es für uns heute im Wärmezählerbereich eigentlich nur noch das Thema Ultraschallzähler, gerade im Kompaktwärmezählerbereich.